Hago, schön, dass du eingeschaltet hast. In dem Video möchte ich darüber sprechen, warum wir die beiden Auflieger, die hier hinter den Zugmaschinen hängen, verkaufen. Zum einen ist es so, die beiden Zugmaschinen, die du hier siehst, die beiden DAFs, die haben beide schon ziemlich viel gelaufen, sind aus dem Wartungsvertrag raus und kommen jetzt einfach mal weg. Auch die Leute sollen neue Fahrzeuge bekommen und irgendwann ist es ja mal an der Zeit. Jetzt ist es so, dass im Moment der Gebrauchtwagenmarkt so aussieht, dass es günstiger oder dass es besser bezahlt wird und besser honoriert wird, wenn man einen ganzen Zug verkauft, als nur eine Zugmaschine. Und letztendlich ist es zudem so, dass die beiden langen Kipper, wir haben da Palettenkipper, dass die einfach zu schwer sind und wir die Aufträge im Moment nicht haben, dass wir das Volumen oder die nötige Chassisgänge oder die Gänge von dem Kasten einfach brauchen. Wir haben zwei Walking-Floor, wir haben noch einen Palettenkipper und damit kriegen wir das auch gut geschaukelt. Zuletzt war es so, dass die beiden Auflieger eigentlich Ladungen gefahren haben, die auch kurze Auflieger gefahren haben oder fahren könnten normalerweise. Und das ist einfach unsinnig, weil man schleppt hier viel mehr Gewicht mit sich rum, man hat es schwerer, die Fahrzeuge sind nicht so wendig und letztendlich beklagt auch der ein oder andere Kunde sich, dass man damit nicht in eine enge Box fahren kann und so weiter und so fort. Und von daher kommen diese Auflieger jetzt weg. Es gibt kurze Auflieger, die leicht sind, wo man mehr laden kann, die wendiger sind. Und das ist einfach im Moment unsere Zukunft, dass wir auf leicht gehen, auf wendig und da auch den Kunden perfekt bedienen können. Falls du mehr über solche Sachen wissen möchtest, wie es mit dem Fahrzeugkauf sich so verhält, wann welches Fahrzeug Sinn macht, komm in die Exclusive Community, hol dir die Mitgliedschaft. Das siehst du in der Videobeschreibung, wie du da reinkommst. Und bis zum nächsten Video.